Guten Morgen. Es ist jetzt, glaube ich, so 10 vor 8, kurz vor 8. Ist auf jeden Fall schon hell. Es wird langsam hell. Man sieht schon genug. Sterne sieht man nicht mehr. Und ja, sind jetzt hier. Es ist wenig los, aber trotzdem sind hier, also unten auf dem ersten Parkplatz schon so 10, 15 Autos. Hier oben steht jetzt noch keiner. Ja, aber Menschen sind wohl immer hier. Ist echt krass. Wahrscheinlich das ganze Jahr über, auch morgens ab 5 oder so. Aber ja. Wir haben jetzt Lust und wir laufen jetzt mal zum See und gucken uns das an. Was ganz cool ist, ist, dass die dass die Gipfel schon recht schneebedeckt sind. Das waren sie letztes Mal noch nicht so. Also ist deutlich mehr Schnee als letztes Mal auf den Gipfeln. Es sind so ungefähr 2 Grad, ist recht eisig, aber gut eingepackt, dann geht das. Und ja, schauen wir uns mal den Sonnenaufgang an. Also ist gar nicht sehr bewölkt. Aber wird bestimmt trotzdem ganz schön. Also die ersten drei Parkplätze waren gesperrt. Es regnet und alles liegt in so einem dichten Nebel. Das heißt, wir konnten noch nichts richtig wirklich sehen vom Jo. Wobei das, was wir sehen, das sieht schon ziemlich schön aus. Aber wir gucken mal, dass wir jetzt hier so einen kleinen Parkplatz finden, damit wir hier mal Zwischenstopp machen können und planen können, wie der Tag jetzt aussehen soll. Und ich hoffe, dass es jetzt Schluss mit Sperrung ist, weil das ist schon irgendwie doof, wenn man sich nichts angucken kann. So, Daumen drücken, wir fahren jetzt in den nächsten Parkplatz rauf. Hallo, wir befinden uns gerade kurz vor Golden. Das ist eine Stadt, quasi die erste Stadt hinter dem Yoho National Park. Wir sind alle schon wieder rausgefahren. Hat den Grund, dass es Melly nicht so gut ging heute und wir sind hier zu einer Apotheke gefahren, haben ein paar Sachen besorgt. Das heißt, heute ist nach dem Lake Louise eigentlich nicht mehr viel passiert. Das Wetter ist hier deutlich besser. Also, wir hatten gerade in der Sonne waren wir über 20 Grad wieder. Wahrscheinlich, weil wir jetzt ein bisschen rausgefahren sind. Es gibt so ein bisschen im Tal, wie man sieht. Es ist hier von den Bergen umgeben. Nicht so wie der Yoho. Im Yoho war es ja recht frisch noch und das Wetter war nicht so gut. Und jetzt gucken wir mal, ja, ob es Melly morgen besser geht. Dann fahren wir wieder rein in Yoho. Oder wenn sie noch einen Tag länger Ruhe braucht, dann stehen wir halt einfach noch einen Tag hier, machen wir noch eine Pause. Das heißt, ja, leider ein bisschen unspektakulär die letzten Tage. Aber ein kleiner Zwischenstand. Golden an sich ist eine ganz coole, süße Stadt eigentlich. Nicht besonders groß, aber sehr bekannt. Und es liegt halt, wie gesagt, mitten hier zwischen den ganzen Bergringen, mitten in den Rockies. Ganz cool, vielleicht gehen wir da auch nochmal lang. Ansonsten zeige ich euch mal kurz den Schlafplatz hier und ja, wir melden uns morgen wieder, mal wie es dann aussieht. So, heute gibt es was Gesundes.
Chili con Carne von gestern haben wir jetzt verwertet, indem wir Kartoffeln Spalten gemacht haben, Kartoffelspalten. Und dann schön Chili con Carne rüber und nochmal mit Käse überbacken. Das gibt's heute und da haben wir jetzt Bock drauf. Moin. Ich mache mich gerade auf den Weg zu den Wapta Falls. Sind wieder im Yoho National Park reingefahren. Melly geht's leider immer noch nicht so gut. Sie wird wohl eine Erkältung bekommen, deswegen bleibt sie jetzt im Wohnmobil und guckt, dass sie gesund wird. Haben gerade noch ein paar Sachen eingekauft. Und ja, ungewohnt alleine loszuwandern. Schmidt ist natürlich mit von der Partie. Und der Walk ist normalerweise 2,3 Kilometer zu den Falls und wieder zurück 2,3 Kilometer. Aber saisonal ist immer die Straße dahin gesperrt, auf der ich mich gerade befinde. Die sind noch, die ist nochmal 2 Kilometer lang. Das heißt, der Walk wird statt 8,6 Kilometer lang. Aber hat keine große Höhen, keinen großen Höhenunterschied. Und mal gucken, wie es wird. Wie man sieht, das Wetter ist jetzt auch überhaupt nicht gut. Es regnet schon den ganzen Tag. Ist ungefähr 5, 6 Grad. Aber ja, mit Regenjacke und zum Wandern ist eigentlich ganz cool. Mal schauen, wie es wird. Und ob ich irgendwelchen Wildlife sehe. Ich hoffe natürlich nicht. Also so einen Bären brauche ich jetzt gerade auch noch, wo wir allein unterwegs sind. Brauche ich das nicht unbedingt. Aber ja, das wird schon. Meine Bärenglocke am Start. Bärenspray am Start. Bis später. So, ich bin am Parkplatz angekommen. Laut meiner Uhr waren das jetzt nur 1,5 Kilometer. Das ist schon mal eine freudige Überraschung. Ist immer schöner, wenn der Weg doch ein bisschen kürzer ist als angegeben. Und ja, ist auch ein tolles Toilettenhäuschen. Natürlich alles geschlossen. Da ist der Weg. War bisher sehr eintönig. Halt eine Straße. Und jetzt beginnt hoffentlich der etwas schönere Part. Picknicktische. Und da steht's. Wapta Falls. 2,4 Kilometer von hier noch. Okay, auf der Broschüre stand 2,3. Ah ja, passt ungefähr. Stand übrigens vorne am Parkplatz noch ein weiteres Auto. Mal gucken, ob ich die hier irgendwo treffe. Oder ob die da einfach nur geparkt haben. Und es ist mir auch super warm übrigens. Also auch, wo es recht frisch ist, 5 Grad, 6 Grad. So mit Jacke und die ganze Zeit am Wandern, dann wird einem schnell warm. Liebsten würde ich eigentlich den Pulli jetzt ausziehen. Aber ich warte noch ein bisschen. So, seit dem Parkplatz sieht der Weg übrigens so aus. Viele Pfützen. Aber Schmidi liebt ja das Wasser, der geht immer gerade durch und ich versuche hier ein bisschen draußen rumzugehen. Noch halten meine wasserfesten Schuhe, aber sind auch nicht mehr die jüngsten. Sind leider nicht mehr so wasserdicht wie am Anfang. Also ich werde auf jeden Fall nasse Füße bekommen. Aber ist ja nicht so wild. Na Schmidi, du findest sogar. Ist genau sein Wetter. Jetzt habe ich gerade die anderen Wanderer gefunden, war ein Pärchen. Gefragt, ob die irgendwelches Wildlife gesehen haben hier auf der Strecke, aber die meinten, nö, gar nichts. Das ist ganz gut. Kann man das erste Mal den Fluss sehen. Man hört auch schon das Rauschen. Ich glaube, da hinten geht es gleich runter. Ist geschafft. Die Farben sind so krass von dem Wasser. Generell halt in den Rockies, aber wenn es so grau ist, dann kommt diese türkise Schein noch mehr zur Geltung. Sieht geil aus. So. Doch, hat sich gelohnt. Sehr schön. So, ging ja gerade noch ein Stück runter. Kann ja auch noch weitergehen. Wahrscheinlich hat man von unten auch nochmal einen Aussichtspunkt. Da schauen wir mal. Aussichtspunkt Nummer 2. Aussichtspunkt Nummer 3. Da ist natürlich die Sicht ein bisschen versperrt durch den Berg da. Bei denen eingestellt. Aber dafür kann man weiter in die Richtung gucken, sieht man, wie der Fluss weiter fließt. Und sieht auch richtig geil, wie die Wolken da an den Bergen hängen. Richtig schön, richtig geil. Es ist schade, dass man dann allein unterwegs ist, dass Melly jetzt nicht dabei ist. Der hätte das sicher auch gefallen, aber naja, die muss gesund werden. Und hier gibt es so viele schöne Sachen zu sehen. Sie sieht ja die Bilder da. Außerdem ist nass. So, man kann auch noch weiter runter. Ich weiß nicht, bis quasi auf dem Boden.
Es ist ziemlich rutschig hier, weil der Boden so lehmig ist. Ich bin schon ganz gut ausgerutscht, aber ich konnte mich gerade noch fangen. Aber es ist echt rutschig. Naja. Aber wenn man schon mal hier ist, dann gehe ich den Rest auch noch runter. Und der Blick von unten. Ist ganz cool hier. Das Problem ist, ich kann mich nicht hinsetzen, weil es überall nass ist. Wollte ich ein kleines Päuschen machen. Ich habe extra noch einen Tee aufgekocht, also Melli. Ding ist auch, das sieht hier so ein Territorium aus, wo sich gerne Bären rumtreiben würden, eventuell. Also hier würde ein Bär ganz gut reinpassen. Und wie gesagt, muss jetzt nicht sein. Schnubbi sieht auch wieder geil aus. Aber ja, wahrscheinlich. Ich trinke jetzt einmal einen kleinen Schluck hier unten und dann geht's wieder zurück. Ich kann noch kurz den Wasserfall hier ein bisschen genießen. Aber freue mich auch schon, wenn ich wieder daheim bin. Das ist warm, da bin ich nicht mehr alleine. Und ja, wollen wir heute auch noch was backen, Spoiler. Dann machen wir uns ganz entspannt. Da ist wirklich ein gegnerischer Tag, wobei da oben gerade so ein bisschen versucht, die Sonne durchzugucken. Tatsächlich. Nein. Aber auf jeden Fall richtig schön, schöner Walk. Und ja, so ein paar Bilder vom Wasserfall. Noch mal ein bisschen näher rangegangen. Das ist geil. Vielleicht traue ich mich da oben noch hoch, aber irgendwie wirkt das so, als ob diese Mauer das Wasser abhält. Wirkt schon sehr einschüchternd, diese Wassermassen dahinter. Ich sehe hier wirklich direkt unten. Ich kriege schon so ein bisschen Herzrasen irgendwie. Das wirkt zu gewaltig. Und irgendwie genau vor uns kommt das runter. Brauche ich da auch nicht so richtig rüber zu gucken. Also weiter gehe ich jetzt nicht. Aber danke. So, bin wieder da. Rückweg war ganz entspannt, keine besonderen Vorkommnisse und ja, insgesamt, ich habe jetzt mal geguckt, ist jetzt 9 Kilometer gewesen mit dem ganzen Rumgelaufe da im Wasserfall und ich habe ungefähr 2 Stunden 10 jetzt gebraucht, inklusive Teepause und auch da rumlaufen, also ja, ging eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir es geschafft haben, der Regen ist immer noch ein bisschen da, aber es hat nachgelassen, es ist ganz entspannt und freue mich jetzt drauf, ins Warme zu gehen. Beziehungsweise ins Trockene, warm. Ja, kalt ist mir gar nicht. Und Füße hochlegen, vielleicht einen heißen Kakao. Und ja, das war's. Jetzt habe ich euch mal komplett auf die Wanderung mitgenommen, weil ich allein unterwegs war. Und da habe ich mich ein bisschen beschäftigen können. Mal gucken, ob Melli wach ist, wie es ihr so geht. Hoffentlich geht es ihr schon besser. Guten Morgen! Ja, gestern nach dem Walk sind wir nur noch auf unseren Schlafplatz gefahren, der übrigens mega geil ist, den zeige ich euch gleich mal. Ist auch nur 6 Minuten entfernt vom Trail gewesen, also direkt beim Yoho National Park, aber kurz außerhalb, weil im National Park darf man nicht for free stehen. Und das ist halt also kein Campingplatz, sondern ein Platz, wo man frei stehen kann. Und ja, dann wie gesagt, haben wir gestern auch nicht mehr viel gemacht, wir haben nicht mal mehr gebacken. Deswegen habe ich das direkt jetzt heute Morgen gemacht und da warten wir jetzt drauf. Und Melli geht heute Morgen auch ein bisschen besser, das ist schon mal sehr gut. Und ja, es regnet durchgehend die ganze Zeit. Es regnet jetzt nicht doll, aber kontinuierlich. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt dran gewöhnen, das ist jetzt halt der nicht so schöne Herbst, der jetzt hier langsam beginnt. Aber ja, man kann ja immer noch schöne Walks machen und wir gucken später mal, wie es Melli so geht. Weil einen großen Punkt haben wir noch auf dem Zettel. So viel dazu und wir melden uns später. Die dunkle Jahreszeit beginnt. Es gibt Tee, Kerzen sind an und wir backen.
ist das gute Ding. Eieiei, das ist ein Zitronenkuchen. Tada! So sieht's aus, wenn Werner Kuchen backt. Das Frosting ist irgendwie kacke gewesen. Das war viel zu fest. Zu wenig, dann habe ich ein bisschen den Kuchen aufgerissen beim Verteilen. Egal. So, das ist unser Stellplatz. Sieht aus wie so ein Campingplatz im Wald, wo man so reinfahren kann mit Feuerstelle. Und hier ist man direkt am Fluss. Bin mir gerade nicht sicher, welcher das ist. Aber gerade die Berge, da sehen irgendwie mega geil aus. Und jetzt auch mit den Wolken so da drin, das sieht... Doch, sieht schon geil aus. Vielleicht bleiben wir heute auch noch stehen, je nachdem, wie fit Melli sich fühlt. Aber ja, geht jetzt hier mit Schmidti mal die Gegend erkunden. Guten Morgen. Wie ihr seht, stehen wir immer noch hier auf unserem Schlafplatz. Haben jetzt zwei Nächte in Folge geschlafen, haben gestern nichts weiter mehr gemacht, beziehungsweise sind halt hier geblieben. Melli geht's besser.
Das ist schon sehr gut. Die konnte sich gestern nochmal voll auskurieren. Dann nehmen wir uns lieber die Zeit, dass es ihr wieder richtig gut geht. Genau, und es tut auch einfach mal gut, zwischendurch einen Tag komplett an einer Stelle zu stehen. Ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen an der Folge gearbeitet und konnten hier schön mit Schmidti rumlaufen. Das ist auch eine super schöne Gegend. Ganz entspannter Tag. Aber man sieht auch die Wolkendecke ist ein bisschen aufgerissen. Ziemlich viel Blau am Himmel. Das Wetter sieht ziemlich geil aus. Ich hoffe, es hält sich ein bisschen. Und ja, wir haben jetzt neue Kräfte gesammelt und fahren jetzt endlich weiter. Und zwar geht's zum Emerald Lake. Das ist eigentlich so das Highlight im Yoho National Park. Wir starten aber mal den Tag. Ja, wir wollen jetzt gerade losfahren. Und er springt nicht an. Die Batterie ist leer anscheinend. Weil wir gestern noch standen und nicht so viel gefahren sind die letzten Tage wahrscheinlich. Hat er die Batterie leer gesaugt. Ist auch noch nie passiert. Jetzt mal gucken, was wir machen. Stehen ein paar Leute, vielleicht kann jemand überbrücken. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wenn wir den Generator anmachen. Ob er dann dadurch Strom generiert und anspringt. Oh, ist das ätzend. Gucken wir mal. Jetzt sitzen wir hier fest. So, Motor läuft wieder. Das ging Gott sei Dank schnell und alles gut. Also es war tatsächlich nur die Batterie, die wir leer gesaugt haben. Hier standen noch 3-4 andere Camper heute Nacht. Und der eine da hinten, die stehen ja schon seitdem wir hier sind, also schon länger als wir. Und der hatte Überbrückungskabel, der hat aber schon alles ausgepackt. Es wäre ein bisschen stressig gewesen, wenn er alles hätte einpacken müssen und hier rumzufahren. Und aber da vorne stand noch ein anderer Camper, der ist jetzt auch gerade losgefahren. Den hatte ich zuerst gefragt, der meinte aber, er hat kein Überbrückungskabel, aber ja, er hat das Kabel, er hat überbrückt. Und dann ist er auch direkt angesprungen. Also alles gut gegangen. Sonst, wenn wir hier alleine gewesen wären, wären wir ein bisschen festgesteckt hier. Naja, in Zukunft ein bisschen besser aufpassen, dass, eben, dass wir die Batterie nicht leer saugen und nur unsere Innenraumbatterie nutzen sozusagen. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Wir fahren ungefähr eine halbe Stunde. Mal gucken, ob es reicht. Wenn wir kein gutes Gefühl dabei haben, dann fahren wir noch ein bisschen länger rum. Schauen wir mal. Ne. Auf jeden Fall gutes Gefühl. Gut, dass er wieder läuft. Später. Sie sind jetzt am Emerald Lake und hier ist mehr los als erwartet. Ist aber auch wieder Freitag, hat nicht ganz auf dem Schirm. Aber ja, geht eigentlich anders. Also sind schon noch ein paar Leute am Start. Wir sind jetzt ungefähr 30-35 Minuten gefahren. Batterieanzeige sah okay aus. Ich hoffe, das reicht, dass wir nicht gleich wieder ein Problem haben. Und hier ist ein deutsches Auto. Aus Aurich, glaube ich. Trying to figure this all out.
Vogel scheint uns jetzt zu verfolgen. Entweder will er mit Schmiddi spielen oder will die Leckerlis haben. Oder er mag Melli. Ist er da. Ist gerade irgendwie viel hinterher. Dich, Vogel. Ich sehe schon den Folgentitel. Wir werden verfolgt vom Wildlife. Moin Moin, ich hoffe es ist nicht zu laut. Man sieht, wir stehen hier direkt am Fluss, parken hier auf. Das ist ein richtig geiler Stellplatz für die Nacht. Aber ja, zum Emerald Lake, der war echt richtig, richtig schön. Wir hatten richtig geiles Wetter, die Sonne kam nochmal raus, wurde nochmal richtig warm. Also da hätten wir gar nicht mehr mit gerechnet. Wir haben schon jetzt endlich mal darauf eingestellt, dass der Winter kommt sozusagen. Aber es war nochmal richtig schön. Und auf dem Trail selbst waren kaum Leute. Ich hatte ja am Parkplatz gezeigt, dass da recht viele noch Autos noch stehen, aber der Trail ist zwar super ruhig, super entspannt, ist halt richtig geil. Also kann man nicht anders sagen. Im Vergleich zu den anderen Lakes, wo wir jetzt waren, wo man recht viel los war. Es macht halt immer doch viel aus, wenn man alleine ist oder fast alleine ist. Und die Ausblicke auf die Berge, richtig krass. Danach waren wir noch kurz bei der Natural Bridge, haben wir euch gezeigt. Da parkt man direkt dort und da muss man nicht groß rumlaufen, da ist man direkt da. Das ist quasi so eine natürliche Brücke, wie der Name schon sagt, die durch Erosion dort geformt wurde. Ein kleiner Wasserfall, der darunter durchfließt. War auch richtig cool. Was wir jetzt beziehungsweise beenden wir jetzt die Folge an dieser Stelle. Wir haben euch jetzt den Kootenay und den Yoho National Park nochmal gezeigt. War richtig coole Tage zwischendurch. Ja, erkältungsbedingt auch ein bisschen durchgehangen sozusagen, aber haben wir richtig viel erlebt. Wir sind jetzt hier in einem richtig geilen Schlafplatz nochmal angekommen. Also direkt am Fluss, ist for free. Man hier richtig auf Feuerstellen und Campingplätze noch daneben. Hier stehen auch ein paar andere natürlich. Aber ja, richtig coole Aussicht. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, dann meldet euch natürlich gerne, schreibt in die Kommentare. Aber wir hatten hier eine richtig geile Zeit. Man könnte 24 Stunden durchfilmen. Es sind hier so schöne Ausblicke, die man die ganze Zeit hat, auch wenn man die Straßen lang fährt, durch die Rockies durch. Wir hatten jetzt einmal im Regen gehabt bei Nebel, was richtig geil war. Jetzt hatten wir heute richtig schönen Sonnenschein und konnten auch alle Bergspitzen sehen, die schon schneebedeckt sind. Also es ist einfach nur richtig schön. Wir hatten hier eine richtig geile Zeit. Für uns heißt es jetzt erstmal wieder ein bisschen runterkommen, nicht mehr filmen, die ersten nächsten Tage wahrscheinlich.
Wir fahren allerdings jetzt die nächsten Tage auch nochmal durch den Glacier National Park und durch den Revelstoke National Park. Vielleicht machen wir ein paar Aufnahmen für euch, die wir dann in der nächsten Folge zeigen, aber wir haben gesagt, wir müssen erstmal wieder ein bisschen Filmpause machen, weil das doch auch immer ein bisschen Arbeit ist. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und bis nächste Woche. Wir freuen uns. Ciao.